Schuschaut und willkommen zum Schosch zum Sonntag. Heute, im letzten Sonntag im April. Ja, so, ne, der April, der ist auch schon wieder vorbei. Das Ganze geht hier dann mal wieder schneller, als man tatsächlich möchte. Ja, was ist los, wieso, weshalb, warum? Ich hab jetzt bis eben, na was heißt hier bis eben, ich habe heute 2 Stunden in unserem Garten und ja, ich mache in letzter Zeit sehr viel Gartenarbeit. Es zählt vielleicht nicht als Training, aber es ist durchaus eine Arbeit, wenn man das ein paar Jahre lang nicht gemacht hat. Also es ist bei uns einiges zugewuchert, weswegen ich da viel am Machen bin in letzter Zeit, damit das mal wieder halbwegs so ein bisschen ordentlich aussieht, gerade jetzt, wo wir so gen Sommer gehen. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was wird und wieso, weshalb, warum. Erstmal natürlich wieder vielen Dank an unsere Patreons für euren dauerhaften und super Support. Immerhin, immer noch. Und nochmal vielen Dank wirklich an alle, die gestern beim 4. 12-Stunden-Stream dabei waren. Von Kingdom Dong, könnte man sagen. Ja, ihr konntet euch ja nicht entscheiden, ne? Ihr habt ein Voting rausgehauen auf dem Fans, also auf unserem LH-Fanserver. Link dazu findet ihr auf meinem Twitter. Und okay. Fakt auf jeden Fall ist, das lief gestern echt super und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die gestern da waren und die generell da waren und supportet haben. Von daher nochmal riesen Danke an euch und weil ihr seid aktuell ein bisschen mehr Hilfe, als mir eigentlich lieb ist. Und ja, es ist schön zu wissen, dass man da tatsächlich noch ein bisschen noch so die Kurve kriegt aktuell. Wobei ich jetzt langsam wirklich mal zusehen muss, dass ich hier die richtige Kurve kriege, you know what I mean. Aber das ist jetzt noch nicht wichtig. Wichtiger ist, was ist im Mai los und was ist jetzt die Woche los. Erstmal, wir haben jetzt 1. Mai, von daher wird es da wahrscheinlich auch wieder, Stream werde ich wahrscheinlich wieder ganz normal, so wie immer. Und wahrscheinlich mal wieder ein paar neue Sachen, vielleicht auch wieder was anderes weitermachen. Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters machen wir auf jeden Fall diese Woche fertig, so viel weiß ich. Weil da sind wir im letzten Bereich, das heißt, da machen wir jetzt alles fertig. Das geht auch ab morgen wieder normal weiter. Ich kam jetzt nur nicht zum Upload. Deswegen, ja, ist ein bisschen stressig gewesen die letzten Tage. Deswegen kam ich da nicht zu. Aber ich mache das so, dass das ab morgen wieder regelmäßig gibt. Weil ich habe noch mehr als genug Folgen auf Vorrat. Von daher, ja. Das einmal. Dann die Events für den Mai. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe nämlich gleich 2 geplant. 2 relativ große Stream-Events. Wann ich die mache, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, das dürfte ganz witzig werden. Also das eine ist natürlich der 12-Stunden-Stream und das andere ist was anderes, was ich noch dazu machen möchte. To be honest. Dann noch eine kleine Sache nebenbei. Checkt mal eure Abo-Box. Nämlich, es geht jetzt nicht darum, ihr verpasst meine Videos. Nee, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass YouTube mal wieder Abos gelöscht hat, beziehungsweise ich habe es gemerkt, dass jetzt bei vielen YouTubern also in den letzten 2 Tagen ab in den Keller, ne? YouTube hat also wieder inaktive Accounts gelöscht. Es wäre immer mal nett, wenn man sowas mal erfährt, YouTube. Just saying, dankeschön. Man wundert sich immer so auf einmal, so über 50 Leute sind auf einmal weg und du fragst dich, warum? Und dann guckst du dich so ein bisschen um und merkst, ah, der hat auch viele verloren, der hat eine Menge verloren, der hat auch eine Menge verloren. Ja, YouTube löscht schon wieder Abos. Von daher guckt am besten mal in eure Abo-Box, ob ihr noch tatsächlich jeden unter Abo habt, den ihr unter Abo haben wollt. Und so ungern ich das auch sage, aber beachtet diese, ihr seht ja neben diesem Abo, wenn ihr mich abonniert habt jetzt als Beispiel, ne, da ist ja diese dumme Glocke. Und wenn ihr die anschaltet, werdet in dieser Glocke noch informiert, dass ich was hochgeladen habe. So, das könnt ihr bei vielen machen. Ich habe das auch bei jetzt ein paar gemacht, weil es funktioniert. Es ist zwar jedes Mal scheiße, weil ich hoffe, dass jemand einen Kommentar schreibt und dann ist es nur irgendwer, der was hochgeladen hat und ich denke mir so, Kommentar wäre schon schön gewesen. Aber gut, schaut am besten mal nach, ob noch alle da sind, die ihr abonniert habt, die ihr abonniert haben wollt. Wir wissen ja, YouTube macht das gerne mal. Hat mir ja schon mal und dann hieß es, wie, das kann aber nicht sein, das haben wir aber so nicht gemacht, nee. Und auf einmal wundert ihr euch, warum eure Abo-Box leer ist oder die nicht mehr funktioniert. Es ist das simpelste Feature auf YouTube und manchmal schaffen sie nicht mal das. Das ist immer wieder erstaunlich.
Gut, aber das ist das und ich denke mal, soweit habe ich auch schon wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, es steht jetzt diese Woche nichts großartig Bewegendes an, außer Streams. Da behaltet ihr am besten Twitter und den Kanal hier im Auge, dann erfahrt ihr nämlich immer direkt. Oder ihr folgt mir auf Twitch, oder dem, was ihr wollt. Und dann erfahrt ihr, wann gestreamt wird. Meistens ja immer so später Nachmittag, so ab 15 kann es losgehen, kann aber auch ab 17 Uhr losgehen. So die üblichen Streamzeiten halt, ne? Gut, das wäre das und ich denke, ich habe soweit alles getan, was getan werden muss. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, falls ihr morgen einen Brückentag habt, einen schönen Brückentag und einen schönen 1. Mai. Von daher, stand proud und bis dahin. See ya, Leute. Bye.